Sehr verehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter auf den Intensivstationen, den Normalstationen, den Notaufnahmen und im Rettungsdienst. Der Deutsche Ethikrat hat sich bereits mehrfach mit der Thematik einer Impfpflicht befasst und jetzt Ende Dezember am 22.12. eine Ad-hoc-Empfehlung veröffentlicht. Wir haben bereits zwei Videoclips dazu produziert. Zum einen, um die allgemeinen Argumente gegen die Einführung einer Impfpflicht, zum anderen für die Einführung einer gesetzlichen Impfpflicht. Im Folgenden möchten wir Ihnen abschließend die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates vorstellen mit den Empfehlungen für eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht. Der Deutsche Ethikrat betont, dass hohe Impfquoten entscheidend sind, um in eine kontrollierte endemische Situation zu kommen. Auf der Grundlage der hier dargelegten ethischen und rechtlichen Argumente und Bedingungen empfiehlt er mit 4 Gegenstimmen die Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht über die bestehende einrichtungsbezogene Impfpflicht hinaus. Eine Ausweitung der Impfpflicht muss flankiert werden von einer Reihe von Maßnahmen. Es muss für eine flächendeckende Infrastruktur, Impfzentren, Arztpraxen, Apotheken, Betriebsärzte, mobile Impfteams und so weiter mit sehr vielen niedrigschwelligen Impfangeboten und ausreichend Impfstoff nachhaltig Sorge getragen werden. Soweit möglich sollte der Impfstoff frei gewählt werden können. Empfohlen wird eine direkte Einladung von Impfverpflichteten mit dem Angebot von personalisierten Impfterminen. Der Ethikrat empfiehlt ein datensicheres nationales Impfregister, das die Umsetzung von Impfpflichten, aber auch die Einhaltung von Impfterminen generell erleichtern würde. Die Aufforderung zur Impfung sollte mit einem umfassenden, niederschwelligen Beratungsangebot verknüpft werden. Dabei ist eine wertschätzende und zugewandte Kommunikation unerlässlich. Eine Impfpflicht muss mit zielgruppenspezifischer, kultursensibler, mehrsprachiger und leicht verständlicher Information auch über soziale Medien verbunden sein. Kommunen, Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbände und andere gemeinnützige Organisationen sollten in geeigneter Weise einbezogen werden. Die politischen Akteure und staatlichen Instanzen sollten bestehenden gesellschaftlichen Zerwürfnissen bewusst entgegenwirken, um Frontstellungen zwischen geimpften und nicht geimpften Menschen aufzulösen. Vorbereitende und begleitende Studien zu den Ursachen niedriger Impfquoten sollten der Verbesserung der Impf- und Kommunikationsstrategie dienen. Eine kontinuierliche Evaluation und Begleitforschung wird empfohlen. Auch wenn der Deutsche Ethikrat eine Ausweitung der gesetzlichen Impfpflicht auf wesentliche Teile der Bevölkerung mehrheitlich befürwortet, gehen die Meinungen bezüglich des Umfangs auseinander. Hier die Darstellung von den zwei Positionen. Position 1. 7 von 20 Mitgliedern des Deutschen Ethikrats halten eine Ausweitung der bestehenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Sinne einer nach dem jeweiligen Risiko differenzierten Impfpflicht für sinnvoll, die sich auf bezüglich Covid-19 besonders vulnerable erwachsene Personen, etwa Ältere und Vorerkrankte, beschränkt. Die Auswahl der einzubeziehenden Personen orientiert sich an dem Ziel, eine Überlastung des Gesundheitswesens, speziell der Intensivstationen, zu vermeiden. Begründung: Es ist ein ethisches Grundgebot zur Erreichung eines Ziels, das jeweils mildere effektive Mittel einzusetzen. Gerade eine Ausweitung der gesetzlichen einrichtungsbezogenen Impfpflicht sieht sich mit einer Reihe von Ungewissheiten und Umsetzungsproblemen konfrontiert, welche vorher geklärt sein müssten. Dies spricht im Vergleich zu einer undifferenzierten Impfpflicht für alle Erwachsenen für eine Beschränkung auf bestimmte Alters- bzw. Risikogruppen. Die konsequente Umsetzung einer solchermaßen beschränkten Impfpflicht erscheint als ausreichend, um das Ziel, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden, zu erreichen. Bei Infizierten höheren Alters und oder mit bestimmten Vorerkrankungen sind schwere Krankheitsverläufe wesentlich häufiger und ist die Hospitalisierungsrate deutlich erhöht. Für die Vermeidung einer Überlastung des Gesundheitswesens ist ihr Schutz daher deutlich relevanter, weil sie am häufigsten Krankenhausbehandlungen und intensivmedizinische Therapien brauchen. Tatsächlich besteht zum Beispiel nach wie vor eine Impflücke von über 3 Millionen Menschen im Alter von über 60 Jahren. Nur wenn die besonders gefährdeten Gruppen hinreichend geschützt sind, können auch die Belastungen für andere Menschen durch abgesagte Behandlungen im Rahmen anderer Erkrankungen etc. vermieden werden.
Besonders gefährdete Personen zur Impfung zu verpflichten, erscheint zudem verhältnismäßig. Da Ältere und andere Angehörige von Risikogruppen individuell höhere Risiken dafür tragen, intensivpflichtig zu werden, weist eine Impfung für sie einen besonders hohen persönlichen Nutzen auf, sodass ihnen eine verpflichtende Impfung auch eher abverlangt werden kann. Zudem fallen angesichts des gesteigerten Eigennutzens einer Impfung gegen Covid-19 deren mögliche Nebenwirkungen weniger ins Gewicht. Die Beschränkung einer gesetzlichen Impfpflicht auf die medizinisch besonders gefährdeten Bevölkerungsteile kann auch als ein Beitrag zu Gerechtigkeit und Solidarität verstanden werden. Denn solange keine Impfungen zur Verfügung standen, zeigten sich weniger gefährdete Bevölkerungsteile durch die Hinnahme teils massiver und langanhaltender Freiheitsbeschränkungen in hohem Maße solidarisch gegenüber stärker gefährdeten Personengruppen. Weil nunmehr effektive Selbstschutzmöglichkeiten bestehen, können Sie erwarten, dass sich gefährdete Personen impfen lassen, um weiter andauernde Freiheitsbeschränkungen zu vermeiden und dass sie als weniger gefährdete Personen nicht gleichzeitig einer Impfverpflichtung unterworfen werden. Bevor eine gesetzliche Impfpflicht auf weitere Bevölkerungsteile ausgedehnt wird, muss von staatlicher Stelle zunächst alles getan werden, um die bis dahin gültige, enger begrenzte, einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen. Treten hier staatliche Versäumnisse auf, kann dies nicht nur für sich genommen als Grund herangezogen werden, die Impfpflicht auf weitere Personengruppen auszudehnen. Es entspricht nicht nur dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, mildere zur Verfügung stehende Mittel zunächst vollumfänglich auszuschöpfen, sondern könnte auch gesellschaftlichen Spannungen entgegenwirken. Im Wissen darum, dass die konkrete Umsetzung einer risikodifferenzierten Impfpflicht im Blick auf die adäquate Abgrenzung der jeweiligen Risikogruppen anspruchsvoll erscheint und im weiteren Verlauf gegebenenfalls auch nachadjustiert werden müsste, sprechen die genannten Argumente gleichwohl für ein derart gestuftes Vorgehen. Position 2. 13 von 20 Mitgliedern des Deutschen Ethikrates befürworten die Ausweitung der bisher schon gesetzlich verankerten Impfpflicht zu einer allgemeinen Impfpflicht, die alle in Deutschland lebenden impfbaren Erwachsenen über 18 Jahren umfasst. Begründung: Leitend für die Empfehlung einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht ab 18 Jahren ist das Ziel einer nachhaltigen, dauerhaft tragfähigen und gerechten Beherrschung der Pandemie, das heißt das Erreichen einer kontrollierten endemischen Situation. Dazu reicht das schrittweise Vorgehen einer risikostratifizierten Impfpflicht nicht aus. Sie bleibt immer hinter den Wellen der Pandemie und erhöht die Gefahr einer ständigen Wiederkehr von Kontaktbeschränkungen aller Art, worunter insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu leiden haben. Eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht liegt daher nicht nur im Interesse vulnerabler Gruppen, sondern auch im Interesse der jungen Generation. Eine Stratifizierung der Impfpflicht nach Risikogruppen brächte weitere praktische wie ethische Folgeprobleme mit sich. Zunächst ist eine sinnvolle Einteilung in Risikogruppen schwierig, da neben dem Alter vielfältige weitere Risikofaktoren berücksichtigt werden müssten. Auch hat sich gezeigt, dass eine Priorisierung zu zeitlichen Verzögerungen führen kann. Und nicht zuletzt kann eine Risikostratifizierung auch ungerecht sein, weil gesetzliche Grenzziehungen stets Elemente von Willkür aufweisen und zu Stigmatisierungen sowie weiteren Konflikten innerhalb der Gesellschaft führen können. Zudem verlangt eine nachhaltige wie gerechte Beherrschung der Pandemie unabhängig von Überlastungen des Gesundheitssystems und der in diesem Bereich tätigen Menschen auch den Schutz derer, die sich entweder nicht impfen lassen können oder denen die Impfung keinen verlässlichen Schutz gegen schwere oder tödliche Erkrankungen bietet. Eine Eindämmung des Gesamtinfektionsgeschehens trägt auch dazu bei, die hohe Anzahl langfristiger Schädigungen wie Long-Covid und Post-Covid zu reduzieren. Dies erfordert angesichts der hohen Infektiosität der Delta und wohl noch mehr der Omikron-Variante zwingend eine sehr hohe Impfquote in der Gesamtbevölkerung. Diese ist ohne die Einbeziehung auch jüngerer Erwachsener in eine allgemeine gesetzliche Impfpflicht nicht zu erreichen. Zudem sind sehr hohe Impfquoten auch notwendig, um das Risiko des Entstehens neuer, gefährlicher Virusvarianten abzusenken. Die Sorgen bezüglich einer Spaltung der Gesellschaft sind ernst zu nehmen. Gerade deshalb ist zu bedenken, dass auch eine wiederholte Beschränkungsschleifen und die fortwährenden Diskussionen darüber die Polarisierung der Gesellschaft verschärfen. Das macht einen Dialog mit Personen,
die impfskeptisch sind, zur Förderung der freiwilligen Impfbereitschaft umso wichtiger. Genauso bedeutsam ist die möglichst polarisierungsmindernde Ausgestaltung einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht. Ja, das waren insgesamt die Beiträge, ausgekoppelt aus der Ad-Hoc-Empfehlung des Deutschen Ethikrats vom 22.12.2021. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ihr Uwe Janssens.